Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Star Wars Battlefront. Yeah! Und mein Gegner ist wieder mit dabei, der Onkel GamerCheckEP. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Ja, hallo. Und jetzt geht's ins Heldengefecht. Ja, und jetzt geht's aufs Heldengefecht auf Endor. Und wir haben uns entschlossen, wir machen jetzt nur noch ein Heldengefecht auf dem Planeten. Und das werden wir immer Luke Skywalker gegen Darth Vader machen. Ja, erstmal jetzt. Und dann mal gucken. Ah, nee, das haben wir vor uns, haben wir gerade während der Aufnahmepause gesagt. Ja, das ist das nächste Gefecht, aber nicht immer. Ich will den Imperator auch nochmal spielen. Zum Du kannst doch die Prinzessin nehmen, die kann sich auch heilen. Nur weil du das nicht kannst. Nee, der ist gut, der Imperator. Ich glaube mir, wenn wir mal zusammen spielen gegen irgendwelche, ich mach die alle platt mit dem Imperator. Jetzt machen wir erstmal richtig schön. Du weißt schon. Nee, und zwar, wir haben ja vorhin immer drei Kämpfe gemacht, weil wir alle durchgegangen sind. Erstmal zum Angucken natürlich. Und vor allem, wir wollen ja jetzt umso schneller das durch haben, damit wir dann auf die Survival gehen. Und da könnte ich dann mit dem Onkel zusammenfighten. Mal gucken, ob wir dann auch wieder Sterne kriegen. Und wie weit wir da überleben können und. Da habe ich echt Bock drauf. Jo. Alles klar. Ja. Well, let's go. Macht mit uns sein. Oh, wo bin ich denn da? Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Hinten dieser alte Generator, oder? La 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 la. Wir müssen Tocken einsammeln, mein Freund. Tocken. Heute schon getockt. Also die geilste Sache finde ich immer noch ist, von den ganzen Sachen, die man findet im normalen Kampf, diese komischen Geschütztürme, die man hinstellen kann, die finde ich voll geil. Oh, scheiße. Badaboom. Ja, der Luke Skywalker ist übertrieben, also der ist schon echt mächtig. Dann haben deine komischen Halunken auch noch die ganze Zeit auf mich geschossen. Die Schweinepriester. Na, jetzt stirb doch mal. So, erwischt den Sack. Ich sehe immer hier rote Punkte, aber er ist gar keiner. Wenn ich dann aber mal angreife, dann ist er schon stark, ne? Ja. Der Luke. Der geile Hengst, der haut sie alle weg, du. So, jetzt muss ich erstmal ganz schnell hier mit meinem Darth Quader. Muss ich jetzt hier loswalken. Lauf, walken, so. Na. Haha. Upsala. Obi-Wan, er war da. Der Obi-Wan. Du hin, du Drecksack. Keine Ahnung, war auf einmal weg. Der macht immer seine Zauber so langsam, das ist zum Kotzen. Regt mich immer voll auf. Ich drücke mal auf Angriff, aber der macht nichts. Der will nicht. Mann, ich will nicht verlieren. Aber ich finde, dass der Luke echt stark ist, also. Ich glaube, da habe ich echt Probleme. Halt, stirb! Ach, sobald ihr den Würgegriff macht, kann ihr nichts anderes mehr machen. Ach so. Naja, da muss er auch erstmal wissen, ne? Dass er dann erstmal eine halbe Stunde beschäftigt ist. Dein Schicksal ist noch nicht besiegt. Boah. Nee. Badam. Also. Ich habe keine Chance im Nahkampf, das ist scheiße, ist das. Also ich weiß, dass der Darth Vader stärker ist als der Luke. Was?
Sicher ist der Darth Vader stärker. Das der war der stärkste. Deswegen hat er ja verloren, ne? Gegen Luke. Im Film. Ja, das war die alte. Die haben wir gar nicht richtig gekämpft da. Das war ja. Das war ja wirklich. Ja, das sagen wir mal lustig was. Aua. Naja, ich habe schon zweimal bin ich gestorben. Also ich glaube schon, dass du mir gewachsen bist. Ich bin mir ganz sicher, dass er mir gewachsen ist, mein Freund. Darth Vader. Er ist mir gewachsen. Oh Mann, ey. Nein! Ja! Aber guck mal, wie schnell ich mein Lebensenergie verliere. Das gibt's doch gar nicht, ey. Komm. Alter, ich bin tot. Das gibt's nicht. Also, das ist echt übertrieben. Ich war voll. Ich habe das ganze Heilungsding eingenommen. Was? Du hast gerade geblockt. Doch, natürlich habe ich geblockt. Schon Ende. Na gut, geh nochmal schnell. Ja, ich muss sagen, der liegt mir nicht, der Darth Vader. Sehr schön. So, komm auf die nächste Mappe. Ja, die Mappe? Mhm. Ah ja, wir sind ja beide gleich gut mittlerweile, liebe Leute. Das ist einfach so. Und später sind wir ja zusammen und dann hauen wir die alle um. Die ganzen anderen aus dem Computer. Naja, da bin ich wahrscheinlich. Das sieht schon wieder ganz anders aus gegen PC. Gegen echte. Welche haben wir denn? Letzte? Zulus. So, letzte. Schlachtgefühl. Ich würde sagen, wir ziehen die jetzt beide durch in dem einen Part noch. Ja, auf jeden Fall. So. Lad mich mal aus. Lad mich hinaus. Okay, jetzt bin ich ja wieder der Bösen. Hm? Zulus ist... Oder? Nö, oder? Ja, willst du doch, der Bösen sein? Nee, ich will auch nochmal Luke Skywalker spielen. ich weiß. Kannst du dann Darth Vader nehmen? Ja, du wolltest das ja so. Ja, stimmt, wollte ich so. ich muss ganz spontan sagen, ich finde das mit dem Helden macht Spaß. Spontan. Aber dieses normale Soldaten. Nach vier Parts, fünf Parts, sagt er spontan. Ja, das spontan nach den fünf Parts, dass mir dieses normale Fighten auch ganz gut gefällt. Dieses normale Fighten? Ja, einfach hier mit Soldaten, ohne Helden. Ja, macht sogar ein bisschen mehr Spaß. Muss ich zugeben. Ne? Ja, weil du hast noch diesen Bonus, was man findet. Und du kannst dich noch wieder aufheilen, du kannst abhauen und so. Und bei dem Helden bist du konfrontiert, da musst du dann immer direkt... Oh, was haben wir denn jetzt für eine schöne... Und man kann natürlich die Geschütztürme bedienen, ne? Au! Wieso hast du eigentlich schon, bist du eigentlich schon verletzt? Weil ich nach unten, weil ich runtergesprungen bin. Ach so. Ja. Hat mich natürlich jetzt zum Vorteil verschafft, weil du schon geschwächt warst, ne? Achso, ich bin. Ach, ich habe gerade meine Rebellen abgeballert. Bis mir dann eingefallen ist. Achso, das ist so ein Hochhausgebäude oder was? Das ist auch geil. Das hat natürlich auch was. Also, wo du bist? Ja, ich bin hier. Boah, der Onkel, der fetzt hier rum. Der fetzt hier rum. Ach, jetzt sehe ich das gerade. Wenn ich die Dinger borge, ne? Also von meinen Soldaten, dann kannst du die nicht mehr kriegen. Aber die werden nirgendwo zugezählt, okay? Naja, ist ja doch okay. Ah, wieso schaffe ich das denn nicht? Ich habe voll drauf gehalten. Hast du wieder so eine Schadenwaffe genommen, ne? Bumm. Weiß nicht. Was? Ich habe keine Ahnung. Okay, die Map ist auch gut, ja. Warum keine Ahnung? Was? Nee, weil der gerade gesagt hat, ja. Boah, scheiße! Ich habe doch noch... Mann!
blödes Ding wird warm, ey. Mann, die kleinen Fitzel Lebensenergie, was du noch hattest, ne? Oh, kann ich mich selbst einsammeln. 5 Punkte kriege ich dann. Lass das Rebellenpack nicht gewinnen. So. Hm. Was denn? Oh Mann, mach den kaputt. Komm, mach den kaputt. Ah. Das ist scheiße. Ich finde, also die Map ist so unübersichtlich, finde ich. Wenn du jetzt hier mit 30 Mann zockst, du, da weißt du gar nicht, wo du hinrennen musst. Boah. Ja. La la la. Ach wow. Komm, ey. Double Kill. Gibt's gar nicht. Gibt es nicht. Ich wollte nicht sterben. Ah, Jetpack ist auch cool, aber die haben nur so einen kurzen, ne? Hm. Da ist der Boba Fett, ist da schon witzig. Der Bobo. Alter, wo seid ihr denn? Wo bist du? Kann ich dich auch fragen, wo ist denn der Onkel? Ich finde das aber mit den Tokens gar nicht so schlecht gelöst. Mit den was? Mit den Tokens, dass du direkt alles am Start hast. Am Anfang hatte ich ein bisschen Zweifel dran. Ja. Dass du direkt am Anfang alles hast. Naja, damit du halt, ne, loslegen kannst. Du hin? Das ist die falsche Richtung. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich da abhaue. Irgendwo wieder im Schutzschild drin. Und macht ein Nickerchen im Schutzschild. Ich muss mich jetzt hier wieder durchprügeln durch das ganze Universum hier. Na, wo sind deine Freunde? Wo sind deine tapferen Freunde? Oh. Nein! Oh, Double Kill. So geil. Oh. Ach Mann, der dann immer so weit rennen. Ja, schrecklich. Schrecklich. Komm, 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 komm. Immer rennen müssen wir, wir armen Kerle, wir. Oh. Was war das? Orbitalstreik oder was? Diese komische Granate. Das hat ja mega geklappt, aber ich komme mit den Token ran. Und Axt. Sollen für ihre Anmaßung wissen. Naja. Oh. Mann, ich bin da noch zur Seite gesprungen. Nein, er fällt tot um. Lauf. Nö, nö, nö. Hm. Und der Imperator wird zufrieden sein. Du hattest eine überragende Ausbildung. Bis jetzt sind die imperialen Truppen im Vorteil. Blablabla.
Oh, jetzt bin ich... Ja, ja, man darf die Schlacht leider nicht verlassen. Wegen Gründen, die ich nicht sagen darf. Jetzt wird's aber auch ordentlich. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Muss ich schon sagen, ja. Begranatet. Du mit deinen Granaten, ey, ist der Wahnsinn. Ah, die sind geil. Ich liebe diesen Granatwerfer. Ich hatte den nur leider diesmal nicht. Ist natürlich sehr ärgerlich. Oh, was machst du denn? Ich? Steht der hinter mir, der Sack. Ja, du. Huh. Alter, hat er mich jetzt erschreckt. Wow. Schön. Da kommt deine Leiche, dein Kadaver kommt die Treppe runtergerollt. Ey, du Sack. Deine Soldaten sind aber auch nicht ohne, ne? Das muss ich denen ja auch mal lassen, ne? Die haben schon Talent zum Superstar. So, jetzt muss ich mal gucken. Das Einzige, was ich überhaupt nicht finde hier gerade in dem Game, sind meine Verbündeten. Oh shit, mich selber gesprengt. Oh, gut. Wo rennst du denn schon wieder rum? Sieht geil aus mit der Lava da hinten. So, den habe ich erwischt, super. Ja. Hm? Der Granatwerfer ist geil, ja. Ich frage mich immer noch, welchen Granatwerfer du meinst. Wo du drei Granaten auf einmal abfeuerst. Schön. Das sah geil aus. Boah, was ist denn los mit deinen Soldaten, ey? Die halten ihn, die gehen ja gar nicht mehr tot. Oh, zum Kotzen, ehrlich. Schießt die ganze Zeit drauf, deine Soldaten, der macht dir gar nichts. Nö, heute gehen wir nicht kaputt. Nö, 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 nö. 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 Ich muss scheiß Punkte haben hier. Ich will wenigstens nicht ganz so schlecht verlieren. Boah, zu viel selber wieder. Mensch. Wahnsinn, ja. Machst du wieder dich kaputt? Müsst ihr eigentlich mehr Soldaten haben, dadurch, dass ich am Verlieren bin. Wo kann er hinkommen? Aber leider nicht, ne. Ah, ich krieg nur so Scheiße immer aus den komischen Dingern. Boah, ich hab dich erwischt da oben. Das war natürlich jetzt aber geil. Voll. Aber das Problem ist, ob ich dann noch so schnell hinkomme. Ach, du kannst da oben auf den AT-AT rumklettern oder was? So, habe ich noch eingesammelt, okay.
Oh, ich habe mich selbst umgebracht. Besiegt von dir selbst. Ja, das ist natürlich auch eine geile Sache. Aber ich habe wenigstens ein Ding nur eingesammelt. Und dann habe ich mich selbst besiegt. Ja. Ich höre hier nur Bum Bum, Zappel, Zappel, Rappel. Was machst du so? Prügelst du dich mit meinen kleinen Gehilfen? Die Granaten, die explodieren aber bei Einschlag, ne? Ja, die sind so Annäherungsgranaten, glaube ich, oder sowas. Gucken und sterben Granaten sind das. Mann, was macht denn mein blöder Turm, ey? Der sollte dich abschießen, aber der macht ja gar nichts. Das war jetzt echt doof. Ich finde auch, dass mein Dreieck diesmal total nutzlos ist. Deine Abschussquote ist bemerkenswert. Jojo. Beeindruckende Serie, Soldat. Alles ist verloren, nur die Wurst hat zwei Enden. Was? Ach, der hat gerade gesagt, dass meine Schlacht verloren ist gleich. Ach, komm, ey. Gibt's gar nicht. Das ich war volle Lebensenergie, zwei Schuss tot, das ist Quatsch. Du bist ja auch noch in meine komischen Granate reingelaufen. Na komm, recht. Hey. Wieso hab ich dich überrollt? Das Waffenset ist echt scheiße gewesen, ey. Also wenn die machen schon viel aus, aber das sind ja echt Zufall, ne? Zufall gewählt. Was? So, mein Freund, jetzt kommt Luke gegen Darth Vader, da werde ich auch nochmal verlieren. Und dann habe ich alles durch heute. Ja. Und dann geht's endlich zu Survival, da freue ich mich ja richtig geil drauf mit dem Onkel. Wellen überleben und Schwierigkeitsgraden und sowas. Oh, oh, oh. Ja, das wird jetzt das letzte Ding und das wird auch in dem Part noch kommen. Das wird ein kleines bisschen längerer Part, dass wir das mal hinter uns bringen, ja? Ja. Lad mich aus und ein und weg und zu dir und. Oh. Das hat schon Spaß gemacht, diese Fights gegeneinander. Ja. Also jetzt nicht diese Heldenkämpfe, die haben schon auch Spaß gemacht, aber wir haben diese Ballereien in der Armee mehr Spaß gemacht. In der Armee. Mhm. Die Map ist auch, muss ich sagen, nett, aber die anderen gefallen mir besser. Also die beste war Endor, dann kommt Hot, die war cool, dann kommt Tatooine und dann kommt die. Nö, die fand ich ja ganz cool, muss ich sagen. Die fandest du wenn's gut? Wenn du es einmal raus hast, ja, schon geil. Wenn du es einmal raus hast? So, mein Kleiner. Oh, jetzt kriege ich die Hucke voll. Möge die Macht mit uns sein. Jetzt fehlt dir die Macht der dunklen Seite. Der Darth Vader sieht schon geil aus, aber irgendwie, ne? Dun, dun, dun. Oh, jetzt haben wir uns gegenseitig Hä? Schon tot. Aber irgendwas hat er auf mich Naja, ich wurde auch beschossen, übelst. Also, deine zwei Sportsfreunde da, die sind schon knallhart. Einmal du bist unverwundbar. Alter, ich könnte jetzt nichts machen. Nichts, ich stand jetzt einfach nur steif da. Ja, und das war ja vorhin die ganze Zeit immer gewesen. Dass ich hab was gemacht und dann war ich auch immer schon tot. Brr,
Oh, ho, ho. Wir müssen das Imperium zerstören. Ja, wo ist denn? Feind erfasst dich? Achso. Wird dann nicht stoppen. Oh, Mann, ich hab's gefunden. Wo ist der drauf? Luke, komm schon. Hm, mein Luke ist doof. Kann leider nicht hier hochhüpfen. Gibt keine Verteidigung gegen die dunkle Seite. Vater, du kannst noch gerettet werden. Nichts gegen die Stärke der Macht. Erledigt sie! Oh, alle Seiten haben jetzt auf mich geballert, Alter. Sag ja, da geht ab, ey. Da bist du echt sofort dran, ja. Da bist du schnell dran. Und so, jetzt geht's weiter hier. Macht mir aber sehr viel Spaß. Aber der Luke ist irgendwie ziemlich stark. Oh, was haben wir jetzt? Ja, zwei dringend. Was war das denn? Wir waren halt ein bisschen verklemmt. Ah, schade. Ganz knapp. Badaboom. Alter, aber das war geil, wo wir uns gerade gegenseitig umarmt haben. Ich seh dich gar nicht. Ihr werdet uns folgen oder schlagen. Wow. Zack. Da kam die Welle einmal. Wlupp, hast du gehört. Deine Schwäche ist dein Verhängnis. Der Luke Skywalker Ermetzel. Ja, man muss sich hier echt anstrengen, meine lieben Freunde. Puh, ist halt alles nicht so einfach. So. Oh Mann, ey, ich kenne mich ja gerade wieder überhaupt nicht aus. Oh. Hat er mich gejagt, der Sack. Ja, klar. Alter. Ah, hast du eingesammelt, ne? Hm, scheiße, und das ist natürlich ein Vorteil, ne? Da ist natürlich der Vorteil groß. Ah, hast die dummen Punkte gesammelt. Knapp. Ja, knapp, das war's. Knapp. 29, ja, ist ein längerer Part. Mhm. Aber jetzt haben wir alles durch, jetzt geht's in Survival. Also nächsten Part, liebe Freunde, geht's in die Survival-Bereich. War ich eigentlich dran oder du? Du?
Ich war dran. Ja, dann passt ja. Ja, dann geht's jetzt auf jeden Fall gleich in den Survival-Modus. Aber ich möchte euch natürlich die Spannung noch lassen. Deswegen gehe ich jetzt nur auf Überleben drauf. Und ich gehe noch nicht drauf, was uns da erwartet. Da steht nur Überlebe Angriffswellen des Imperiums mit wachsendem Schwierigkeitsgrad. Ja, ich bin gespannt. Und Onkel auch, denke ich. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen oben da auf unseren Kanälen, Revano LP und Gamercheck LP. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Revano und euer Onkel. Ciao. Tschüss.